Hallo Zuschauer. Da fällt gerade eine Legende vom Himmel. Darum sorgen sich die Geissens um Ilka Häßler. Sie haben beide beim ersten FC Köln gekickt, in der Jugend, TV-Millionär Robert Geiss, 52, und Dschungelstar Thomas Ilka Häßler, 50. Ich war damals in der A-Jugend, er in der B-Jugend, erzählt Robert, als wir ihn beim Heimatbesuch in Köln mit Gattin Carmen, 51, beim Essen treffen. Jetzt machen die Geissens sich Sorgen um ihren Freund. Dem Ilka habe ich meine erste Kette verkauft, sagt Robert. In Königsdorf war das, im Café, quasi meine erste selbstverdiente Kohle. Seitdem ist Ilka mein Held. Ich kann das gar nicht ertragen, dass der da jetzt im Dschungelcamp neue Produkte auf Amazon.de rumturnt. Das tut mir weh. Auch Carmen findet, der war ja auch wie ich bei Let's Dance, das war schon grenzwertig, weil der das nicht richtig konnte. Aber da hat er seine Würde immerhin behalten. Das jetzt ist eine Schande. Der frühere Spielmacher hatte am Montag in Australien einen Ausraster, weil er trotz mehrerer Bitten an die Produktion keine Zigaretten mehr bekam, hier alle Details nachlesen. Er sieht alt aus, ausgezehrt, einfach unglücklich, findet Robert. Wenn du überlegst, der ist ein Weltmeister. Da fällt gerade eine Legende vom Himmel. Ich kann mir das ganz schwer angucken. Das tut mir körperlich weh. Danke fürs Zuschauen. Seien Sie vorsichtig. Sei glücklich. Auf Wiedersehen.